Moin moin Leute und willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute der dritte und letzte Messertest vom Rocktail Outdoor Messer. Schauen wir mal, was das dritte Messer kann. Der Discounter Lidl hat ja, wie gesagt, drei Outdoor-Messer derzeit im Angebot. Heute kommen wir zum dritten und letzten. Und da kann ich auch einen direkten Vergleich zu einem Vorgängermodell machen, was ich schon seit bestimmt 5 oder 6 Jahren besitze. Kommen wir erstmal zu den technischen Details. Ja, wir bekommen eine Kunststoffscheide mit Ablaufloch, Gürtelclip, wie auch bei der alten Version. Das Messer an sich sieht so aus. Es hat eine Gesamtlänge von 21 cm, wovon die Klinge 9,8 cm einnimmt, damit § 42a konform. Die Höhe des Messers beträgt 3,1 cm und die Breite des Messers 1,7. Das Messer alleine wiegt 149 Gramm, inklusive der Scheide 178 Gramm. Die Klingenstärke liegt bei etwa 3 mm. Das wird aber nicht angegeben, genauso wenig wie die Stahlsorte. Der Griff besteht aus Packerholz und da haben sie Birke genommen. Hat eine ganz schöne Musterung. Gut, dann zeige ich euch einmal das neue Messer gegen das alte. Okay, fangen wir mal mit dem direkten Vergleich an. Das ist das alte Messer, wie gesagt, circa 5-6 Jahre alt. Das ist das neue Messer. Ja, es haben sich ein paar Dinge verändert. Fangen wir mal bei den Messerscheiden an. Auf den ersten Blick wirken sie beide sehr identisch, aber es sind doch zwei maßgebliche Änderungen. Einmal hat die neue Scheide hier ein Gumminipsi und zum zweiten hat die alte Scheide hier einen Spalt. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Kommen wir zu den Messern. So, hier ist das neue Messer, hier ist das alte Messer. Das alte ist natürlich ein wenig mehr abgeschliffen, weil ich es halt, wie gesagt, sehr viel benutzt habe zum Batonieren. Ich habe damit Wildtierkörper gehäutet. Kommen wir aber mal zu den maßgeblichen Änderungen. Und zwar, wie man hier sieht, scheint es aus einem Stück Stahl gefräst zu sein, im Gegensatz zu diesem Messer, das ist das alte, wo die Wangen aufgesetzt sind. Gut, schauen wir mal, ob sich da auch in der Schärfe und in der Handhabung was verändert hat. Gut, wie gesagt, die Scheide hat sich ja ein wenig verändert. Schauen wir mal, ob das wirklich Auswirkungen hat. Hier ist das neue, hier das alte Messer und wir schauen. Ja, es hat sich was verändert. Und zwar hält das neue Messer in der Scheide, das alte nicht. Großer Pluspunkt. Als erstes betrachten wir mal die Schärfe des Messers. Das ist natürlich nicht nachgeschliffen oder ähnliches. Und wir versuchen uns mal zu rasieren. Und es wird tatsächlich auch scharf ausgeliefert. Es hat Haare abgetragen. So, nachdem wir das Messer sauber gemacht haben, werden wir jetzt einmal versuchen, Tomaten zu schneiden. Und das geht wirklich gut. Also das Messer ist scharf und auch zur Lebensmittelzubereitung zu gebrauchen. So, im nächsten Test versuchen wir ein wenig zu schnitzen. Schauen wir mal, was das Messer an Holz abträgt. Und es schnitzt sehr schön. Es lässt sich gut handhaben. Man kann sehr gut Material abtragen. Damit bin ich wirklich zufrieden. Glatte Schnittflächen. Besser als die anderen beiden Messer, würde ich sagen. So, dieses Messer ist aufgrund des Gewichts natürlich jetzt auch kein sonderlich gutes Hackmesser. Es hat hinten auch keine Aussparung oder keine Nase vielmehr, kein Lanyard-Loch. Trotzdem versuchen wir ein wenig zu hacken. Schauen wir mal, wie sich das Messer da verhält, ob es aus der Hand rutscht oder ob man kleinere Hackarbeiten verrichten kann. Ja, es rutscht aus der Hand. Es rutscht nach vorne. Es fehlt die Nase. Aber Hackarbeiten können wir trotzdem verrichten. Wie gesagt, nur Kleinkram,
aber es funktioniert. Im nächsten Schritt werden wir mal ein wenig batonieren. Ich habe hier abgelagertes Buchenholz. Schauen wir mal, wie sich das Messer da schlägt. Funktioniert gut. Trotz der relativ dünnen Klinge mit 3 mm kann man damit batonieren. Die Griffe sind halt nur genietet, haben sich aber nicht gelöst. Auch wieder gut. Als nächstes versuchen wir mal feine Löckchen und ein paar grobe Chips zu schnitzen. Schauen wir mal. Also ich kann fein mit diesem Messer arbeiten, das geht gut. Schöne dünne Löckchen, das sieht toll aus. Damit kann man arbeiten. Jetzt versuchen wir noch mal ein paar gröbere Chips. Und auch das geht gut mit diesem Messer. Als nächstes versuchen wir mal ein bisschen mit dem Messer zu bohren. Und auch das macht das ohne Probleme. Und auch hier können wir wirklich mitarbeiten. Jetzt wollen wir einmal gucken, was die Spitze aushält, ob sie sich verformt, ob sie abbricht oder ob sie so bleibt, wie sie ausgeliefert wird. Hier verformt sich nichts. Sehr schön. Jetzt schauen wir mal, ob wir einen Feuerstahl nutzen können. Da nehme ich den Feuerstahl von dem zuerst getesteten Messer. Mal schauen, ob der Rücken scharf genug ist. Ja, ich kann damit Funken schlagen. Das funktioniert. Als letztes, wie immer, eine Flasche, die wir versuchen zu halbieren. Schauen wir mal, ob wir das mit dem Messer hinkriegen. Versuch gescheitert. Ah, wir kommen durch. Und das funktioniert. So, mein Fazit zu dem Lidl Outdoor Messer von der Firma Rocktrail. Dieses Modell ist das beste von den drei getesteten, meiner Meinung nach. Ich habe dieses Messer ja schon mehrere Jahre, beziehungsweise den Vorgänger. Es wurde sinnvoll nachgearbeitet, es rutscht nicht mehr aus der Scheide. Das ist schon mal ein großer Pluspunkt. Dieses Messer ist meines Erachtens wirklich robust und für das Geld wirklich top. Also da kann man sagen, was man will, das ist spitze. Es sieht halbwegs gut aus und es ist wirklich funktional. Also dieses Messer für 5,99 € kann ich wirklich empfehlen. Alles klar, wenn euch der Test gefallen hat, dann einen Daumen hoch und ein Abo dalassen und dann sehen wir uns demnächst wieder. Ciao, euer Tobi.